Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Ringe in Singular definiert. Wir hatten ja schon im letzten Video gesehen, dass man sonst schlecht dividieren kann. Das ist so ein Beispiel und Polynome etc. funktionieren halt auch nicht, wenn man keinen Ring zugrunde legt. Das heißt, prinzipiell können wir erstmal starten und sagen, ich möchte einen Ring definieren. Das mache ich durch das Wort Ring, dann kann ich einen Namen setzen, kann ich beispielsweise er sagen. Und jetzt funktioniert das wie folgt, dass ich zunächst die Charakteristik angeben muss. Da möchte ich erstmal eine 0 angeben, was heißt, dass wir die rationalen Zahlen hier betrachten, also den Körper der rationalen Zahlen. Dann muss ich hier in Klammern das Tupel von Variablen, die ich in dem Ring benutzen möchte, deklarieren. Das kann jetzt beispielsweise x, y, z sein. Dann heißen meine Variablen in dem Polynomring über den rationalen Zahlen eben x, y und z. Und damit der Computer mitarbeiten kann, brauchen wir noch eine Monomordnung. Da können wir beispielsweise dp nehmen. dp ist einfach die Degree Reverse Lexikographische Ordnung. Wenn euch das nicht sagt, guckt euch am besten nochmal mein Video zu Monomordnung an. Genau, wenn ich jetzt entsprechend auf Enter drücke, dann kann ich mir mit BaseRing jetzt anzeigen lassen, okay, meine Koeffizienten liegen in Q. Ich habe drei Variablen und ich habe die Monomordnung dp in genau dieser Reihenfolge x, y, z. Genau, das heißt, jetzt kann ich wirklich mit Polynom arbeiten und kann mir dann beispielsweise sagen, Polynom f ist gleich x hoch 3 plus y hoch 3 plus x mal y mal z. Genau, jetzt zeigt er mir das Polynom so ein bisschen merkwürdig an, weil er das einfach in Kurzschreibweise macht. Also er nimmt die Hochzeichen weg und die Multiplikation auch. Genau, ich kann mir aber auch noch mehrere Ringe definieren, die gleichzeitig existieren. Beispielsweise kann ich sagen, gib mir Ring R2 gleich, sagen wir 7 für die Charakteristik. Jetzt möchte ich andere Variablen, und zwar 10 Stück. Die kann ich beispielsweise so definieren, dass ich sage, es ist x, Klammer auf 1, Punkt, Punkt, 10. Das heißt, ich habe dann hinterher in meinem Ring x1 bis x10 drin leben. Und möchte vielleicht die lexikografische Ordnung haben. Dann brauche ich ein LP. So, wenn ich jetzt auf mein F zugreifen möchte, lebt das hier nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Das lebt aber einfach in dem anderen Ring und hat auch komplett andere Variablen. Genau, hier sehen wir also nochmal, wir sind in Z Modulo 7, haben diese Variablen. Genau, wir können aber auch prinzipiell auch reelle Zahlen nehmen. Also R3 sollen die Real Numbers mit einfacher Präzision sein. Dann kann ich hier auch wieder Variablen nehmen. Die müssen auch nicht immer x heißen. Die können eigentlich alles Mögliche heißen. Das heißt, da kann ich auch irgendwie einen anderen String reinschreiben. Hallo und A. Gucken wir mal, was rauskommt. Und welche Monomordnung wir noch nicht angesprochen haben, ist beispielsweise DS für die negative Degree Reverse lexikografische Ordnung. Gucken wir uns nochmal an, wie sieht unser BaseRing aus. Gut, das sind jetzt die Floating Point Numbers. Und haben Variablen Hallo und A. Das heißt, ich kann jetzt auch mein Polynom F nennen als Hallo hoch 2, Hallo hoch 2 plus A. Weil es aber negativ Degree Reverse lexikografische Ordnung ist, ordnet er es dann einfach anders an, weil er es sich selber anders speichert. Genau, das waren jetzt bisher alles Körper. Als Ring gibt es sonst aber auch noch die ganzen Zahlen, über denen man rechnen können. Und das ist dann einfach Integer, dann wieder meine Variablen.
Sagen wir B, A. Und ja, Ordnung lassen wir einfach so. Genau, dann sehen wir, deswegen, wir sind haben Koeffizienten in Z, zwei Variablen und diese Ordnung. Genau, und wenn wir jetzt hier 3 durch 4 teilen wollen, dann ist das hier nicht definiert. Dann funktioniert das hier auch nicht. Genau. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen aber eigentlich wieder zurück zu unserem ursprünglichen Ring R. Also wir können nochmal kurz gucken. F lebt hier nicht. Dann können wir einfach sagen, ja, setz meinen Ring bitte wieder auf R. Zur Erinnerung, das war einfach der Polynomring über Q mit den Variablen x, y, z. Und hier habe ich dann auch wieder mein Polynom, was dort lebt. Das heißt, da kann ich hin und her wechseln und muss jedes Mal darauf achten, dass wenn ich auf ein Polynom zugreifen möchte, auch wirklich in dem Ring mich gerade befinde, also den Ring als Base Ring habe, in dem das Polynom auch wirklich lebt. Sonst kann ich darauf nicht zugreifen und bekomme entsprechend Fehler.